Mit dem Land Rover Defender waren die Abenteurer Sabine und Burkhard Koch 2 Monate auf alten Militärstraßen aus dem Ersten Weltkrieg in den Westalpen unterwegs. Der Reise- und Abenteuerfilm wurde ohne Filmcrew und ohne großes Budget gedreht. Sensationelle Luftaufnahmen oder aufwendige Spezialeffekte, wie man sie von National Geographic gewohnt ist, wird man vermissen. Dafür ist der Film authentisch. Nichts ist gestellt oder geschönt. Spannende Fahrszenen mit dem Allradler in einer grandiosen Bergwelt stehen im Vordergrund. Oft geht es auf soeben mal fahrzeugbreiten Schotterwegen dicht am Abgrund entlang. Nichts für schwache Nerven. Ein Film, der zeigt, wie man auch heute noch Abenteuer mit Geländewagen und Zelt fast vor der eigenen Haustür erleben kann. Ein Film für jene, die Namen wie Passo di Tremalzo, Asietta Kampstraße, Coul Sommelier, Mon Charfraud, Maira-Stura-Kammstraße nicht zum ersten Mal hören. Ein Film von Abenteurern für Abenteurer.